Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Survivor. Ich habe gerade vergessen, schon eher vorzubereiten, denn wir spielen doch wieder die DSV-Challenge. Und zwar der Naturfreund. Wir nehmen mit Seelenruhe, botanisches Wissen, Technikerin und schnell und leise. Alles, um die Natur zu schützen und zu schonen. Wir werden mal sehen, wie wir uns mit diesem Perkbild schlagen. Bis gleich. Oh. Da sind wir mit Adam in der Runde und werden mal schauen, wie es läuft. Alle. Wo ist er? Dumme Sau. Oh ja, ich habe keine städtische Umgehung dabei. Hab ich gesehen? Die hat mich nicht gesehen. Die hat meinen dicken Pups nicht gesehen. Aber die wusste, dass ich hier bin. Die hat tödliche Verfolger mit. Sau. Zieht mal ab. Was? Warum? Was ist heute denn kaputt? Warte, ich komme gleich. Okay, ist schon jemand. Dann würde ich sagen, fange ich jetzt mal den Gen an. Nützt ja nichts, ne? Müssen ja was tun. Nicht euer Ernst. Geht doch weg. Warum lässt der sich schon wieder jagen? Ich denke ja gar nicht dran, für dich zu blocken. Dann renn doch nicht jedes Mal. Der ist ja vor uns völlig reingerannt in die. Gut, ich gebe den Gen auf. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, ja. Du mich auch. Oh, Ruin. Also so kommt es mir vor, dass er sich rausnehmen lässt. Ich würde es auch nicht wundern, wenn er sich jetzt sterben lässt. Aua! Nein, nicht treffen! Oh Gott! Nicht treffen! Nein! Nochmal, ich musste aus großer Höhe fallen! Falsch rum. Ja. Jetzt hätte sie die Palette umwerfen müssen. Na gut. Ah, ich wollte doch aus großer Höhe fallen. Ich wusste, dass die schießt. Ich glaube, ich bin schneller. Cool, Ruin ist weg. Tanchen hat Bock zu kämpfen. Muss weg hier. Egon muss los. Ah!
Wo ist er? Okay. Dann würde ich sagen, ich versuche mal die Kate zu retten. Hat sich für mich geopfert. Also wir versuchen es. Komm her, wir können uns noch schnell, ich kann dir noch schnell einen Gefallen tun und dich heilen. Das ist zwar tanzen schon wieder, aber los. Daneben. Noch 3 Gens. Das ist voll viel. Hab sie gesehen. Ach nö, jetzt jagen die sich hier auch noch oder was? Ich wollte den Gen anfangen. Wir können es ja probieren. Okay, nö. Entschuldigung. Oh, ist hier klar der Keller? Jo. Hey, komm, die. Daneben! Getroffen! Daneben! Wieso hat es den wieder erwischt? Okay. Ist er nicht rausgegangen? Achso, die rennt mir jetzt hinterher. Alles klar! Ei! Oh! Upsi! Naja. Miststück. Ich weiß ungefähr, wo Steve ist. Danke. Hi, Steve. Kraul mir den Rücken. Ja, ich komm doch schon. Da hinten ist nämlich noch einer, ich weiß. Da habe ich schon angefangen. Oh.
Oh, hi. Okay, du machst das einwandfrei. Noch ein bisschen. Jetzt rennt jetzt wahrscheinlich zum anderen Tor. Oh, die sind nah beieinander. Oh, verdammt, Axt. Daneben! Getroffen! Naja, gut. Das ist natürlich wieder typischer Killerzug. Daneben! Daneben! Olle Hippe! Und ich mache den Fehler auch jedes Mal. Und das wissen die Jägerinnen. Naja, gut, es hätte ja fast geklappt. Hätte sie ordentlich gespielt und hast mir den Kate aufgehangen, dann hätte ich das auch noch geschafft. Aber das ist okay. Es ist ein beliebter Spielzug und ja, es ist auch ein verständlicher Spielzug. Aber für die Survivor echt böse. Ach, Kate darf raus. Oder darf jetzt rausgehen, oder was? Nee. Ich wollte schon sagen, das wäre runter. Naja. Sollte nicht so sein. Sollte nicht so sein. Kein Pip, aber recht gut Punkte gemacht. Oh, ganz knapp. Oh. Nur vier? Okay. GG gibt's dennoch von mir, denn obwohl sie ein bisschen campy war, weiß man nicht, ob es an den Survivern lag oder an ihr selber. Das war... ganz komisch, aber ich denke, im Großen und Ganzen war es eine schöne und nette Runde. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Runde von Dead by Daylight. So, bis dahin. Ciao.